Das hier ist der Comedy Tower und das sind meine Gäste Christian Kokoll, Götz Frittrang, Jacqueline Feldmann und The Fuck Hornisschen Orchestra. Viel Spaß. Hier ist der Comedy Tower mit dem internationalen Spitzpublikum. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Schön, dass Sie alle da sind. Danke. Heute Abend im Comedy Tower. Da erfahren Sie, wie man günstig an dritte Zähne herankommt. Sie erfahren, warum man eigentlich alles nur falsch machen kann. Sie erfahren, woran Sie merken, ob Sie an Chantalismus leiden und warum man auf die Welt mehr auf DJ Bobo hören sollte. Mein erster Gast hier im Comedy Tower hat mal zugegeben, und zwar genau hier im Comedy Tower, dass er gerne Schmetterlinge raucht. Dass das Ganze nicht wirklich gesund ist, vor allem hier oben rum, das werden Sie gleich merken. Hier ist Christian Kokoll! Hallo, ich bin's, Johnny Depp. Obwohl, oder eher ohne Johnny, ne? Ich präsentiere heute einem internationalen Spitzenpublikum mein Buch. Axel des Bösen. Axel des Bösen, geiler Titel, ne? Ich hatte keinen Titel, ich habe das Manuskript so unterm Arm getragen. Wicked. Nur irgendwann, also, irgendwann ging es um Inhalte, ne? Und ich hatte keine Inhalte. Und dann hatte ich wirklich Angst, ich könnte ein Buch auf den Markt werfen, wo beim Endkonsumenten die Gefahr bestünde, dass er sich damit zu Hause beim Lesen alleine selber die Pulsadern aufschneiden könnte. Weil es so dünn ist. Ich sage immer Buch, eigentlich ist ein Heft. Wicked. Aber beim Schreiben war schön, ne? Da hat sich herausgestellt, also beim Schreiben hat sich wirklich herausgestellt, also dass wenn ich ein Buch schreibe, dann ist das schon mal eins mehr, als ich selber gelesen habe. Da haben die Lektoren Burnout gekriegt. Aber ist ein gutes Buch, ne? Guck mal hier, Verkaufsargumente. Man kann dieses Buch so weit aufschlagen, bis es die Form eines Herzens annimmt und lieben. Schön, ne? Wicked. Aber ich kann ja mal einen Text vorlesen, womit ich den Verlag überzeugen konnte. Und zwar ist es eine Bewerbung. Viel Spaß. Das wichst jeden vom Schlitten. Sehr geehrter Arbeitgeber, hiermit bewerbe ich mich auf eine Stelle. Oder heißt es für eine Stelle? Keine Ahnung. Ich nehme auf. Also hiermit bewerbe ich mich auf der Stelle. Ich bevorzuge auf, weil ich damit dann auch ausdrücken will, dass ich nicht für etwas arbeiten will, sondern in der Rangordnung auch noch Platz unter mir haben will. Das meint, ich will am besten gleich ziemlich weit oben einsteigen. Wieso heißt das eigentlich Stelle? Ich sehe mich als Typ, der 24/7 für seine ganze Umgebung zuständig ist. Habe ich hier reingeschrieben auch. Als Bürger von Welt nenne ich das die Verantwortung, die aus der Globalisierung entsteht. Oh, Rechtschreibfehler. Dank der globalen Ereignisse habe ich auch einen vortrefflichen Werdegang vorzuweisen. Werdegang. Ich habe Atomkraftwerke explodieren sehen. Ich habe Hochhäuser zusammenstürzen sehen. Ich habe Space Shuttles ausdienen sehen. Ich habe Banken Geld erfinden sehen. Ich habe Starköche für McDonald's kochen sehen. Ich habe weiterhin H1, N1, SARS, EHEC sowie die Vogelgrippe und den Rinderwahnsinn überlebt. Schon in jungen Jahren strotzte ich dem Keuschhusten und den Windpocken sowie 42 Grad Fieber, als wären es alte Kotze. Und das waren erst die ersten 30 Jahre. Ich gehe davon aus, dass ich noch mindestens doppelt so viel an mir abtropfen lassen werde.
Sehen Sie, ich nehme die ganze Scheiße einfach mit zu meinen Qualifikationen dazu. Und wenn es weiter so gut läuft, produziere ich bald nur noch Scheiße. Allerdings geile Scheiße, also nur noch Mittelwurst. Anfang und Ende lasse ich weg. Sehen Sie, ich bin ein Typ, ich stehe für Lösungen. Ist Ihnen zum Beispiel mal aufgefallen, dass in einer Buchstabensuppe keine Ü-Strichelchen drin sind? Ich habe das Problem allein durch Denken erkannt und gelöst. Wissen Sie wie? Ich habe einfach noch eine ganze Packung Reis dazu gemacht. Aber ich löse auch kleine Probleme einfach und effizient. Wenn zum Beispiel jemand kein Geld hat für seine Dritten, dann kann man auch übergangsweise von DM ein paar French Nails aufkleben. Was soll denn Alf sagen? Der kleine Alf, der hatte Zeit seines Lebens Tic-Tac-Bonbons als Szene. Eigentlich bin ich der geborene Chef, weil meine Ideen so wegweisend gut sind. Schon mal was von Tütensuppe durch die Kaffeemaschine gehört? Ist von mir. Jetzt fällt mir gerade auf, warum bewerbe ich mich überhaupt bei Ihnen? Warum sieze ich Sie überhaupt? Du merkst ja, dass wir uns auf Augenhöhe befinden. Wir sind sogar kurz davor, die Plätze zu tauschen, mein Lieber. Ich könnte mich nämlich genauso gut selbstständig machen als Fensterputzer, als Brillenträger bringe ich auch schon ein bisschen Erfahrung mit. Ich würde mich einfach spezialisieren auf Kaufhausrolltreppen. Die kann man mit einem nassen Lappen hochfahren und mit dem Abzieher wieder runter. Dabei verbraucht man kaum Energie. Rolltreppen und auch Schiebetüren würde ich anbieten. Mit Schiebetüren funktioniert es ähnlich. Wenn einer durchgeht, einfach einen nassen Lappen gegenhalten. Und wenn die wieder zugeht, dann die Bahn wieder abziehen. Wicked. Steht ja auch drin. Die unteren Bereiche kann man mit Kindern sauber halten. Da muss man sich auch nicht bücken. Da liegt die Zukunft der Betriebe in Kindern. Wenn ich keine eigenen Kinder bekomme, dann nehme ich auch eben auch Fremde. Es muss ja weitergehen. Ich frage mal eben meine Frau, ob wir schon fremde Kinder haben. Ich liebe diesen Witz, ne? Weil der zeigt, was ich für ein Lappen bin. Und das Beste ist, ich habe gar keine Frau. Kommt aber besser eine Bewerbung. Vaterschaftsurlaub ist ja auch eine gute Sache. Wenn du mich einstellen würdest, würde ich vorab gerne die Frage stellen, ob ich die Frühstückspause mit der Mittagspause zusammenlegen darf, weil dann könnte ich ja erst viel später kommen und länger schlafen. Jedenfalls bin ich der festen Überzeugung, dass sich Arbeit von alleine macht. Alleine deswegen solltest du mich einstellen. Kurzer Witz zum Thema. 3 Stellen minus 2 Stellen gleich 1 Stellen. Das meint, wenn ich komme, können Sie ruhig ein paar andere Leute feuern. Ups, jetzt habe ich Sie wieder gesiezt. Nur ein weiteres Zeichen meiner Flexibilität. Also dann bis morgen, mein Sohn. Wicked. Ich bin Professor der geilsten Wissenschaften. Verstehen Sie, ich bin Professor... der geilsten, jetzt hätte ich fast gesagt Wissenschaften. Der geilsten Wissenschaften. Roberto, ich bin Professor der geilsten. Ja, geil. Könnte ich noch 10.000 Mal sagen. Geilsten. Im Moment, darf ich kurz erzählen? Im Moment befasse ich mich mit der gemeinen Stubenfliege. Die gemeine Stubenfliege kann etwas, was für uns Menschen bald enorm wichtig ist. Die gemeine Stubenfliege... die setzt sich auf einen Haufen, dann isst die von dem Haufen und dann kann die von dem Stück gegessenen Haufen auf den Haufen noch einen Haufen setzen. Wicked! Und zwischendrin hat die Energie, dann Propeller die. Ist das geil, oder was? Guck mal, das schnellste Lebewesen, was bei uns auf der Erde gibt, tankt, sarret. Scheiße. Ja. Schnellste Lebewesen der Erde, das tankt scheiße. Und die können mit dem Auto können die locker mithalten. Ich habe Stubenfliegen gesehen, die haben also ein Exoskelett, grün metallic. Wicked. Und ich möchte auch gerne mal so nachhaltig sein. Und ich habe mir überlegt, ich fange jetzt an, also ich werde bald Vegetarier. Und dann ernähre ich mich ausschließlich von der fleischfressenden Pflanze. Die ich wiederum ausschließlich mit Fliegen füttere, die ich wiederum ausschließlich von meiner eigenen Scheiße ernähre. Check die Argumentationskette. Dankeschön. Axel des Bösen. Steht alles hier drin.
Steht alles hier drin. Axel ist drin. Christian Kokol! Dankeschön. Dankeschön. Christian. Ja. Das war mal ein geiler Schuss in den Ofen, ne? Ja. Wicked. Wicked, ne? Axel des Bösen. Kann ich wärmstens empfehlen. Ist das schrottigste Buch, was ich jemals gelesen habe. Ein Buch, das danach ist man wieder genullt. Wie meinst du das? Ist ausschließlich mit dem Mittelfinger geschrieben worden. Ich sehe es gerade. Ein Comedy-Terror-Roman. Comedy-Terror-Roman, genau. Es geht um dein Leben in erster Linie oder worum geht's? Nee, ich habe das als Kunstfigur gemacht. Ich habe einfach den ganzen Schranz, der mir im Kopf rumspukt. Die ist was, geil, ne? Was ist denn Sexy Fleisch Entertainment? Das ist meine Firma. Sexy Fleisch? Nein, Sexy Fleisch Entertainment. Du musst auch richtig lesen. Ach ja, stimmt. Christian, ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Auch privat. Und danke, dass du da warst. Ja, gerne, Christian Kokol! Wicked, ein glücklicher Mensch, das ist richtig wicked. Mein nächster Gast ist leider sehr, sehr unglücklich, denn er glaubt, dass er alles falsch macht oder dass man alles falsch macht. Und selbst mit Eukalyptusbonbons kann man ihn nicht glücklich machen. Doch hören und sehen Sie selbst. Hier ist Götz Frittrang. Vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön, ein wunderbares Publikum heute Abend. Ja, ich dachte mir, ich habe schon lange keine Todesdrohungen mehr gekriegt, darum mache ich heute was über Islamismus. Aber keine Angst, Sie können ruhig lachen, also Ihre Gesichter werden in der Aufzeichnung dann geschwärzt. Ich sehe gerade, der Aufnahmeleiter, der wedelt ganz panisch mit den Armen, dem habe ich erzählt, ich erzähle was über Kätzchen. Ja, scheiße. Gut, dass man so eine Nummer auch im Hochhaus macht. Ne? Ja, aber es ist ja auch wirklich ein spannendes Thema, oder? Die Welt brennt an allen Ecken und Enden und uns Deutschen stellt sich mal wieder die Frage, sollen wir uns einmischen, sollen wir uns lieber raushalten? Und es ist wirklich schwierig. Also der Gauck, der ist der Meinung, wir sollen mitmachen, der möchte gern, dass wir richtig mitmischen. Und da muss ich sagen, da bin ich misstrauisch, ja? Weil ich möchte gern wissen, was ist seine Motivation dahinter? Hat er vielleicht schon für seine Zeit nach dem Präsidentenamt so einen Vorstandsposten bei Heckler und Koch in der Tasche? Du, da brauchst du gar nichts zu tun. Beim Schröder dachte ich auch nicht, dass der irgendwann Tankwart von Putin wird. Als der noch Currywurst im Kanzleramt gefressen hat, oder? Das hat auch keiner gedacht. Das ist dementsprechend, man kann es nie wissen. Ne? Außerdem, so, ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Also so ein Kriegseinsatz, so einen richtigen Kriegseinsatz der Bundeswehr. Wie soll denn das funktionieren? Also Ursula von der Leyen an der Spitze unserer kampftrinkererprobten Bundeswehr reitet sie auf so einem Schimmel in die Schlacht, bewirft die ISIS-Kämpfer mit vollen Windeln. Es ist ein gruseliges Bild, das stimmt. Da kriege ich schon ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andererseits, wir haben schon auch eine Mitverantwortung. Ja, gerade bei ISIS, da sollten wir eigentlich mitmachen. Weil wir haben auch einen Teil des Problems geliefert. Ja, ein Haufen ISIS-Kämpfer, die kommen aus Westeuropa. Das sind radikalisierte Jugendliche aus Westeuropa. Viele Briten dabei, aber auch viele Deutsche. Das ist einerseits gut, weil es unsere Hauptschulen entlastet. Andererseits sollten wir uns vielleicht überlegen, die lieber vor Ort zu behandeln. Weil ganz ehrlich, wenn der Krieg im Terrorkrieg irgendwann vorbei ist, kommen die vielleicht auch wieder zurück nach Deutschland. Und dann möchte ich den Hauptschullehrer da an der Rütli-Schule sehen. Ja, wenn er im Matheunterricht zu so einem bärtigen Halsabschneider sagt, das Handy bleibt aber aus. Es gibt noch schöne Zeiten für die Sonderpädagogen in Deutschland. Na, es ist einfach, ich weiß nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da ja auch immer hin und her gerissen. Ja, weil, wenn ich irgendwie solche Nachrichten sehe, ja, diese Terrormorde im Nordirak, ich denke auch in meinem privaten Führerbunker im Kopf, da gehen wir hin mit 20 Panzerdivisionen, die bringen wir alle um. Einerseits. Andererseits kommt der Schwabe in mir durch und ich denke mir,
Ja, aber was das kostet, gell? Was das... Schnell machen, darfst schnell machen, Bürschle. Ja, wirklich, guck mal, eine Hellfire-Rakete kostet 44.000 Euro. Das ist keine große Rakete, das ist ein relativ... Ja, das ist wie so ein paar Ravioli-Dosen aneinander gelötet. Das ist, ja, das Ding, das schießt du von einer Drohne in eine Hochzeitsgesellschaft. Es ist, du, da hast du nicht viel davon. 44.000 Euro. Ja? Und jetzt ganz ehrlich, für das Geld würdest du 6.330 Marzipanbrote kriegen. Und nicht die billigen vom Discounter, die richtig fetten Marzipanbrote mit Saatbittermantel. Die guten. Ja? Das sind fast 2 Tonnen Marzipan, das muss man sich mal wirklich klar machen. 2 Tonnen Marzipan für eine Rakete. Und da denke ich mir halt manchmal, du, wär's nicht besser, weißt, ab und zu einfach mal so ein paar tausend Tonnen Marzipan über dem Hindukusch. Nur mal zum Ausprobieren. Nur mal gucken, was passiert. Na klar, am Anfang würden die das liegen lassen und sagen, das nehmen wir nicht, das kommt vom bösen Westen. Das essen wir nicht. Aber dann liegt's halt schon mal da. Und in der Hitze, da schwitzt es ja auch, das riecht ja gut, gell? Gerade in Afghanistan, da hast du ja auch sonst nichts vom Leben, oder? Ich meine, na ja, oder? Du darfst nichts saufen, die Weiber laufen alle rum wie Fangenhutmännchen, ist doch scheiße. Da bist du doch froh und ein bisschen Marzipanbrot. Und irgendwann wird's ja doch einer probieren. Und auch Taliban sind Naschkatzen. Wie viel Al-Qaida-Zellen hätten wir durch gezielte Diabetes-Schläge ausschalten können? Ja, aber es ist wirklich der Wahnsinn. Weltpolitik, da haben wir keinen Einfluss. Wir haben da keine Chance, irgendwas zu verändern, habe ich den Eindruck. Also, wie machen wir es? Wir versuchen es im Kleinen. Wir versuchen es bei uns daheim. Jeder von uns daheim kann die Welt besser machen. Vergiss es, du machst es immer falsch. Egal, ob du beim Öko-Bauern einkaufst oder beim Discounter, es ist immer falsch. Ist mir neulich klar geworden, als ich Äpfel gekauft habe. Wirklich, ich habe versucht, deutsche Äpfel zu kaufen. Kurze Wege, wenig CO2, super. Dann stehe ich im Laden, gab es 5 Sorten Äpfel, die kamen aus Israel, aus Brasilien, aus Neuseeland, aus den USA, aus Italien. Dann stehst du da im Laden, dann hörst du dich sagen, ja verdammt nochmal, gibt's hier keine deutschen Äpfel. Und da wird man schnell falsch verstanden, vor allem beim Obsttürken. Gut, er ist dann wieder froh, wenn du den israelischen Apfel in die Ecke schmeißt, aber es ist trotzdem, ja, es ist blöd. Dann kam eine Frau auf mich zu, hat gesagt, regen Sie sich nicht auf, ich habe das nachgelesen. Wenn Sie deutsche Äpfel kaufen, die werden in Spezialklimalagerhallen das ganze Jahr über in so einem künstlichen Winterschlaf gehalten. Das verbraucht mehr Energie, als wenn Sie die frisch gepflückt um die halbe Welt schiffen. Habe ich im Internet gelesen. Ah, dann muss ja stimmen, oder? Das ist auch so eine Pest. Ja, im Internet findest du jetzt zu jeder Sache, wo du eigentlich dachtest, du hättest jetzt endlich die Wahrheit rausgefunden, eine fundierte Gegenmeinung. Das wirft wieder alles um, was ich dachte, das richtig ist. Weißt du, hier Ökostrom, Wasserkraft, Windkraft, kannst im Internet dann plötzlich komplettes Gegenteil lesen. Windräder schreddern Vögel, Wasserkrafträder häckseln Fische, Solarpaneele, wenn sich Vögel draufsetzen, werden sie gebraten. Das wirft ganz neue Fragen auf, die ich vorher gar nicht hatte. Wird meine Generation vielleicht irgendwann verantwortlich gemacht für das Aussterben vom Storch? Darf ich als Veganer überhaupt Wasserkraft nehmen? Warum haben es gerade Vögel schwer mit der Energiewende? Es ist schwierig, gell? Auch so ganz simple Sachen wie zum Beispiel hier Kleiderspende, dachte ich immer, ich tue das Richtige. Kleider in die Sammlung, ist doch super, oder? Und dann kommt ein Kumpel von mir und sagt, Götz, du Drecksau. Ist dir überhaupt klar, dass du damit die Textilindustrie in der dritten Welt kaputt machst? Mal abgesehen davon, glaubst du, dass irgendjemand in Afrika deine Klamotten passen? Hey, die können sich auch zu dritt oder zu viert was Schönes draus nähen. Ich weiß ja nicht, wie das genau funktioniert. Ja, aber es stimmt schon, gell? Man macht sich da zu wenig Gedanken. Ich meine, da hast du schon schwer genug als Kindersoldat im Kongo. Schlechte Arbeitszeiten, eintönige Kantine, keine Riester-Vorsorge, Sturmgewehr vom ergonomischen Standpunkt aus eine Katastrophe. Dann musst du mit so einem T-Shirt aus Deutschland rumlaufen, wo drauf steht, Bier formte diesen wunderschönen Körper. Vielen Dank. Götz Rittang! Götz! Vielen Dank. Du bist auch ein großer Gegner eigentlich des Smartphones. Was? Ja, nein. Es ist schwierig, wie wir alle, oder? Ja. Ich meine,
Guck mal, das sind, guck mal, wie, was ist denn das für ein Altersdurchschnitt? Die sind ja furchtbar jung, die Leute. Ja. Mal Hand hoch, wer hat ein Smartphone? Alle, die haben alle ein Smartphone. Ja. Wie alt bist du? 26. Mach nie Nacktfotos. Nein, du hast es mitgekriegt im Internet, oder? Hast es nicht mitgekriegt? Die iCloud von allen Promi-Frauen in den USA wurde gehackt, alle Nacktfotos, alles ein. Mach nie Nacktfotos mit auch, irgendwann ne? kommen sie raus. Irgendwann. Das war wegen diesem. Das habe ich für einen Hautarzt gemacht, das hat überhaupt nichts. Ich dachte, wir hätten es gleich wieder zurückgeschickt. Wollen wir nicht. Was ich mittlerweile sehr problematisch finde, ist, wenn du. Früher konntest du ja noch Briefe schreiben und dann haben die Leute gewusst oder was ist ein Brief? Brief, das ist eine E-Mail, die man ausdruckt. Mit der Hand geschrieben. Und du konntest Leuten einfach was schreiben und die haben verstanden, was du meinst, weil sie dich ja kannten. Mittlerweile schreibst du irgendwas im Internet und kein Mensch versteht, was du eigentlich meinst, weil ich gehöre nicht zu dieser Emoticon-Generation. Ah, weißt du, ich verstehe. Zeichen, du verstehst ja, nicht. Ja, man muss ja, wenn man irgendwas nicht ganz so meint oder ein bisschen also zynisch mir, oder so, ja, muss man einen ja. Zwinkerer dahinter machen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe festgestellt, also meiner Meinung nach kann man alles sagen, die schlimmste Beleidigung, solange du hinterher einen Zwinker-Smiley machst, ist alles in Butter. Ja, ne? Also, na, du dumme ja. Sau. Was? Und ich habe ich aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt mal ein bisschen, du bist auch kein großer Freund der Emoticons, habe ich mir fast gedacht, ne? Doch, ich finde es super. Ja, super, dann machen wir doch trotzdem. Ich spreche eigentlich nur in Emoticons. Dann machen wir doch mal einen kleinen Kurs der Emoticons. Und zwar werde ich dir jetzt sagen, wie du das Emoticon zu schreiben hast und du sagst mir dann, was das für ein Emoticon sein soll. Du was verstehst? Ich soll es schreiben? Du sollst es schreiben erklären, und dann erklärst du mir, was es ist. Ganz genau, die sollen sich ja selber erklären. Doppelpunkt. Ein bisschen größer, komm, also, was ist das denn? Doppelpunkt. Minus. P. Großes P. Das ist einfach. Das ist einfach. Das kennst du? Natürlich. Das kennst du schon? Ja, natürlich. Das kennt hier jeder, oder was? Jeder, kennt jeder, ja. Zunge rausgestreckt. Ja, natürlich. Okay. Zunge rausgestreckt. Oh, ich fand das schon total crazy. Alte Leute können so anstrengend sein. Doppelpunkt. Minus. Raute. Raute. Kennen junge Leute nicht, was? Ach, du meinst einen Hashtag. Sorry. Sorry. Was das? Boah, ich würde sagen, ich gehe 4 Zigaretten rauchen. Und 2 davon quer, oder was? Ja, nee, okay. Was ist es? Das kenne ich auch nicht. Ich trage eine Zahnspange. Pff. Wann braucht man sowas? Sternchen. Sternchen. Kleiner Zeichen. Kleiner hier nach größer, genau. So. Genau. Aha. Jetzt einfach ein Strich, der von oben nach unten geht. Also so praktisch, ne? Da ist ja oben. Also ein okay. Großes I. Und ja. Warum eigentlich nicht? Dann ein Doppelpunkt. Ein Minus. Jetzt. Und eine Klammer zu. Komm, der passt jetzt auch. Ah, was ist das? Das ist Zipfelmütze. Wie nennt man die noch so? Wie, das ist Zipfelmütze? Er hat doch eine Zipfelmütze auf, ja, aber oder? Wer ist das denn? Wer hat denn eine Zipfelmütze auf? Nikolaus. Der Nikolaus, jawohl, richtig. Dankeschön. Schön. Ganz mit Damen und Herren, ganz danke für die So. Sie könnte... so schöne Vornamen haben, wie zum Beispiel Hedwig oder Hannelore oder Hertha oder Brunhilde. Aber ihre Eltern haben sich anders entschieden. Sie heißt Jacqueline. Jacqueline Feldmann! Ja, danke schön. Ihr habt schon richtig gehört, mein Name ist tatsächlich Jacqueline. Oder wie es auch viele aussprechen, de Jacqueline. Ja, wobei Jacqueline die völlig falsche Aussprache ist. Es heißt ganz normal Jacqueline, ja? Nicht Jacqueline, ganz normal Jacqueline. Ja? Ich meine, es heißt ja auch Pipeline und nicht Pippeline. Ja? Ja, aber bei dem Namen kriegen die meisten Menschen immer direkt so Assoziation, oder? Immer direkt, oder? Da kommen sie mit ihren Vorurteilen um die Ecke, ne, gerannt und sagen so Sachen wie, ey, Jacqueline, wenn du Jacqueline heißt,
dann heißt der Freund bestimmt Lord Justin. Ne? Und ich sag dann immer, nein. Der ist Kevin. Ja, ja, Kevin. Ja. Aber es ist echt so, die Leute denken Sachen von mir. Einer, der war auch sehr geil, der dachte von mir, er müsste mit mir in so einer Ghetto-Gangstersprache reden, weil ich ihn sonst nicht verstehen würde. Also der kam auf mich zu mit so einer Hose ganz weit unten, mit so einer Gangsterkapuze auf, ne, und schaut mich ganz böse an und sagt so, Jacqueline, du Opfer. Jacqueline, ey, ficke deine Mutter. Und ich so, boah, Papa, komm, ehrlich. Boah. Peinlich. Ja, seine Familie kann man sich jetzt nicht aussuchen. Ja, manchmal glaube ich auch, ich bin adoptiert, wirklich. Ich glaube es echt, ne? Ich habe meinen Vater sogar schon mal gefragt. Ich so, komm, Papa, sag, bin ich adoptiert? Dann hat er gesagt, ja. Ah, ja, Jacqueline. Ich sag, was? Adoptiert? Er sagt, ja, ja, Jacqueline. Du hast unseren vollsten Respekt. Ich sag, Papa, adoptiert, nicht akzeptiert, ja? Und er sagt, so, ach Quatsch, Jacqueline, als ob wir dich freiwillig auswählen würden, ja? Meine Eltern. Ja, und ich bin auch so nett zu meinen Eltern. Ich bin ja wirklich, ich bin die beste Tochter. Also wirklich, ne? Also wirklich, ich bin so nett. Ich mache denen sogar Komplimente, ja? Letztens bin ich zu meiner Mama hingegangen, habe gesagt, Mama, Mama, Mama. Ich muss dir jetzt aber sagen, Mama, wow. Mama, echt. Du hast eine echt tolle Tochter. Da sagt sie zu mir, wieso, wie meinst du, du hast so eine Brüder, ja. Meine Mutter. Ja, aber ich liebe meine Familie, wir sind echt, wir sind ein Herz und eine Seele, meine Family und ich, ne. Vor allem heute, heute hatte ich richtig was zu feiern, wirklich kein Witz. Ich bin heute genau auf den Tag aus der Probezeit beim Autofahren raus. Ja. Nachdem sie zweimal verlängert wurde, aber das ist egal. Ja, aber gut, Autofahren ist nicht so mein Ding, aber was noch viel schlimmer ist Parken. Parken geht gar nicht, ne? Vor allem Parkhäuser meide ich grundsätzlich, ne? Weil ich habe da Angst. Ganz einfach, ich habe da richtig Angst, weil ich habe immer so eine Vorstellung, dass ich in so einem Parkhaus geparkt habe und irgendwie nach einer Feier dann abends zurückkomme in dieses Parkhaus und dann geht ja bei der ersten Bewegung geht ja dann immer das ganze Licht an, ne? So. Dann sehe ich immer mein Auto ganz alleine. Neben so einem weißen polnischen Transporter. Und wenn ich dann da reingehe, höre ich immer diese Stimme von Aktenzeichen XY, so, Jacqueline Feldmann ging damals gegen 23.05 Uhr ins Parkhaus und bemerkte nicht, dass der Täter bereits hinter ihr war. Also ich schon meine Eins schon so markiert hier mit meiner Kleidung so da liegen, ja. Das ist so ganz schlimm, ne? Aktenzeichen XY, schlimmste Sendung, ich kann das nicht gucken, ich krieg da Albträume, ja. Ich könnte mir fünfmal den Exorzismus von Emily Rose angucken, das ist immer noch entspannter, ja. Es ist wirklich schlimm, aber am schlimmsten an XY ist eigentlich nicht die Sendung an sich, sondern die Schauspieler, ja. Das ist ja wirklich grottig, ja. Ich warte ja immer noch auf den Tag, bis Veronika Ferris da ankommt und in Namibia irgendeine Bank überfällt, ja. Da warte ich ja immer noch drauf, ne. Aber bei XY ist immer nur so RTL-Niveau, ne. So mitten im Brennpunkt Familienschulermittler-Verdachtsfall, Darsteller, ja. Stellen die Leute nach. Und da habe ich Angst vor. Stell dir mal vor, du landest da. Und ich sehe das schon vor meinem inneren Auge, wie meine Eltern von diesen Leuten dargestellt werden, ne. So, ja. Boah, ja, Jacqueline, die ist damals ziemlich früh morgens, so gegen 16 Uhr, aus dem Haus. Da kam sie auch nicht mehr wieder. Und dann haben wir uns gedacht, da rufen wir jetzt mal die Polizei an, weil wir waren voll in Sorge. Das will man ja nicht, ja. Und ich will da nicht landen, ich will da einfach nicht landen, ne? Aber ich werde auch nicht landen, denn ich habe jetzt immer was dabei, ne? Pfefferspray, super Idee, ne? Kann man richtig gut mit Leuten loswerden, ne? Ihr braucht mich auch gleich gar nicht ansprechen, ich benutze das, ja. Manchmal ist blöd, ne? Einmal kam einer so auf mich zu, so, entschuldigen Sie, können Sie den Weg so... Nein, tut mir leid. Ja, ist echt so, man kann echt gut Typen damit auch loswerden. Ne? Ist wirklich echt richtig gut. Ne? Aber womit man noch besser Typen loswerden kann, ist meine beste Freundin Franzi.
Ja, ganz einfach gesagt, mit ihrem Gesicht, da kannst du alles loswerden. Ja? Nein, ich mag die echt. Nein, ich liebe Franzine, die ist super. Aber die ist nachher so ein bisschen hohl. Ne? Ich weiß noch, einmal waren wir so spazieren und dann kamen wir an so einem Windrad vorbei. Und dann standen wir da vorne und dann sagte ich so, ey, guck mal, das Windrad, Franzi, das ist echt groß, ne? Das ist so imposant. Dann sagt sie zu mir, ja, Jacqueline, ey, was meinst du, was die an Strom ziehen? Franzi, auch einmal, ich sag zu ihr, ich so, komm Franzi, wir machen jetzt mal ein bisschen Sport, wir gehen jetzt mal zum Sumba, ne? Ich so, kennst du Sumba, Franzi? Sie so, ja, Sumba kenne ich. Das ist das Warzenschwein von König der Löwen. Nein, ja, aber Franzi, die ist echt cool. Die hat auch mal neue Hobbys. Eines ihrer Hobbys ist, neue Hobbys zu haben. Ja, Franzi, die liebt, neue Hobbys zu haben. Ne? Im Moment schaut sie sich viel die Welt an, sie reist sehr viel bei Google Street View. Und kennt ihr Google Street View? Ja, wo man sich die ganze Welt anschauen kann? Komischerweise googelt jeder Mensch als erstes sein eigenes Haus, obwohl er drinnen sitzt. Ja, so, guck mal, da sind wir. Total bekloppt. Ne? Und ich habe mich mal gefragt, wer benutzt es eigentlich ernsthaft? Wer setzt sich da hin, gibt da was ein und guckt nach? Ich bin auf drei Gruppen gekommen. Die erste Gruppe, Einbrecher. Ganz klar. Ja? Bei Aktenzeichen XY die Einbrecher. Zweite Gruppe, Perverse. Mit einem Hausfetisch oder so. Sag böse Sachen zu mir. Hauswand. Und die dritte Gruppe, glaube ich, die das wirklich benutzen, das sind diese World of Warcraft-Spieler, die schauen wollen, wie sich ihr Stadtteil verändert hat, seitdem sie das letzte Mal das Haus verlassen haben. Die benutzen das. Ja. Ja. Das geht so viel Scheiß. Vor allem Franzi, die kommt immer so einem Scheiß an, wirklich. Ne? Google Street View, lass es da stehen, aber letztens kam sie mit einer Sache an, da haben wir zum Fernsehen geguckt. Da haben wir uns die Wahl der Miss Universum reingezogen. Leute, die Wahl der Miss Universum. Da hat das ganze Universum dran teilgenommen. Ist einem schon mal aufgefallen, dass jedes Jahr so ein Heidi Klumfresse von der Erde gewinnt? Ich glaube, da ist irgendwas falsch. Ne? Und es gibt ja so viele Misswahlen heutzutage. Ne? Es gibt ja Miss Hessen, Miss Frankfurt am Main, Miss Stück. Es gibt alles. Alles. Ja, wirklich. Oder es gibt auch Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum. Ich habe es mir letztens, das Finale habe ich mir angeschaut. 16 Stunden Finale mit Heidi Klum. Ja, wo du am Ende dir nur gedacht hast, was redet die da? Das, was die redet, können nur noch Fledermäuse verstehen. Ja, wirklich. Und dann siehst du diese Mädchen, ich finde das ganz schlimm, diese Mädchen, die sind ja gerade mal 16, 17, 18 Kilo Jahre. Und dann sagen die so Sachen wie, ja, ich will Model werden. Ich war schon bei Castings in Rom und New York mit 16. Und ich sitze dann immer da vor dem PC, vor dem Fernseher mit meiner Chipstüte und sage mir so, Jacqueline, wo warst du mit 16? Familiencamp am Edersee. Yay! Ja. Ich habe nicht den ganzen Tag an der Selleriestange geleckt, um mein Berufsziel zu erreichen. Ja, mit 16, Leute, jetzt zum finalen Abschluss mit 16. Da habe ich ein Berufspraktikum beim Finanzamt in Dortmund gemacht. Da ist egal, wie du aussiehst. Hauptsache, die Menschen haben Angst vor dir. Dankeschön. Dankeschön. Jacqueline Feldmann. Nachdem du eben gesagt hast, Dortmund, wusste ich, du fängst die Flasche. Prost, Jacqueline. Ist dein Name, findest du deinen Namen wirklich so schlimm? Ist Jacqueline wirklich so ein großes Problem mittlerweile? Nein, überhaupt nicht. Na, doch, ne? Ja, ja. Aber ist doch eigentlich nur eine Frage der Aussprache, oder? Also, mhm. Ich habe in der amerikanischen Serie, habe ich gesehen, haben sie Jay Quellen. Das ist wie eine Krankheit. Aber Jay Quellen, ich habe Jay Quellen im dritten Stadium. Aber guck mal, Florian, mach's einmal Florian. Florian, ja. Ja, ich bin Jay Quellen, das ist Florian. Es gibt ja die Leute, die behaupten, sag mir, wie du heißt und ich sag dir, wie du aussiehst. Ah, okay. Ja? Und jetzt möchte ich gerne mit dir spielen, dieses Spiel. Nein, das hat nichts mit dir zu tun. Ich habe nämlich die Namen unserer ersten Reihe des internationalen Spitzenpublikums hier bei mir. Und und ich frage mich, werden wir beide, ich weiß selber nicht, wer ist, aber werden wir beide zum Beispiel Benjamin erkennen? Benjamin, okay. Benjamin. Was glaubst du, wie würde Benjamin aussehen? Also so. Ein Kerl, ne? Wie er? Ja. Nee. Schon so? Nee. Treffer! Er ist! Wow! Wow, warte mal, Benjamin. Deine Tafel.
Ja, dann spielst du jetzt alleine weiter. Wer ist denn Katrin? Warte. Katrin, ich würde sagen, ganz links. Sie. Nee, ich würde hier. Was hast du gesagt? Ich hätte jetzt hier in der Mitte gesagt. Ich habe sie. Ja. Wer ist es? Ja, jetzt habe ich eins. Oh! Manuelito! Was ist denn Manuelito? Manolo! Ich glaube, er hier. Im lachsfarbenen. Manuelito? Nee, das ist nicht Manuelito. Manuelito hätte ich eher so Mexikaner vermutet. Ist neben Katrin Manuelito? Nee, auch das nicht. Ist Manuelito! Bist du Manuelito? Oh. Hey, du bist Manuelito! Ja. Manuelito! Oh. Traumhaft für dich, oder? Ja. Kevin! Der Knaller ist ja mein Freund, heißt wirklich Kevin. Ja? Kevin. Also ich würde hier so, das ist Kevin. Okay, Kevin, aufstehen. Oh. Ja, bringst du ihm das? Ja. Dankeschön! Jacqueline Feldmann! Dankeschön, Jacqueline! Danke! So! Eine Gitarre oder sowas ähnliches wie eine Gitarre, zwei schiefgewickelte Gehirne und jede Menge bizarre Instrumente aus den Wühlkisten längst pleitegegangener Kaufhausketten. Hier ist das Fuck Hornisschen Orchestra. Genau, damit ihr nicht so viel Angst vor uns habt, bevor wir hier anfangen Musik zu machen, erzähle ich erstmal meinen Lieblingswitz. Ja. Oder willst du erstmal Stimmung machen? Stimmung. Okay. Meinen Lieblingswitz möchte ich an dieser Stelle erzählen mit diesem... Ist so süß. Ja, mit diesem auf Hitlerart abgeklebten Streichholzschächtelchen. Was? Ja, hier ist, guck, das ist, ich finde das absurd. Jedenfalls, ich frage euch folgende Frage. Wie kriege ich damit, Streichholzschachtel, alle Igel an den Waldrand? Ich verrat's. Alle Igel an den Waldrand. Alle Igel an den Waldrand. So süß! Und ich möchte nur... Ich glaube, das Schönste, was ich mir... Das Schönste finde ich daran eigentlich, dass ich mir dann Igel vorstelle, die genau mit so einem Teil dann auch im Wald stehen. Und sagen, okay, wir kommen. Aber was ist denn so Wichtiges am Waldrand? Keine Ahnung, ne? Gut. Nein, wir haben ein Lied für DJ Bobo geschrieben, eine Hommage an DJ Bobo. Wir wollten es auch DJ Bobo verkaufen, er wollte es leider nicht. Jetzt werden wir damit nicht berühmt. Aber es ist wirklich ein fantastisches Lied geworden. Es trägt den Titel Hope und wir haben natürlich alle 30 Vokabeln, die DJ Bobo im Englischen kann, haben wir da eingearbeitet. Peace. Together. Happiness. Love. Peace. Together. Hand in. Hand, genau. Also Hand, Sunshine, alles, alles. Die er hat ganz oft auch and verwendet zum Beispiel, um die Worte zu verknüpfen. Love and peace zum Beispiel. Stimmt. Oder two Worte, be, do, pray, believe, make. Das war's schon. Ja, das war's. Schon. Ja. Natürlich gibt's Mitmachparts, sehr, sehr wichtig. Ihr macht natürlich mit. Da gibt's zum einen den Scheibenwischer. Der geht so. Müsst ihr jetzt noch nicht machen. Aber es wäre schön, wenn alle mitmachen. Im zweiten Refrain gibt's den Power-Applaus. Der geht so. Da spürt man richtig in den Brustmuskeln, werdet ihr merken. Und zwischendurch noch eine Variation gibt es die Apfelernte und die Fallobsternte. Also immer aufpassen. Wir werden jetzt dieses Lied singen. Natürlich besteht das Lied aus ganz typischen Phrasen von DJ Bobo und natürlich aus ganz typischen Parts von DJ Bobo Liedern. Zum Beispiel fette Raps von mir. Sehr, sehr catchy Refrain. Ein Sprechpart kommt drin vor. Dann faden wir am Ende aus und kurz vorm Ende gibt es noch einen Tonsprung. So macht man ein DJ Bobo Lied. Viel Spaß. Hope. Feel the magic. Hope for everybody, 'cause everybody needs hope. Hope, come on everybody, let's sing the song, 'cause it's time for hope. Hope for everybody, 'cause everybody needs hope. I speed it up, yeah. Hope, come on everybody, let's sing the song, 'cause it's time for hope. Hope.
makes the world go round. Hope is for everyone the deepest ground. To live together and free, everything is just peace and harmony. Hope is everywhere, on the deepest mountain and the smallest square, in the highest valley and the biggest house. If we all stand together, we rock the house. Rock the house, rock the house. Hope for everybody, 'cause everybody needs hope. Come on everybody, hope. Come on everybody, let's sing the song, 'cause it's time for hope. Und jetzt Apfelernte. Oh, Golden Delicious. Oh, Fallungsernte. Oh, und Apfelernte wieder, verrückt. Oh. Okay, listen up, peoples. Once upon a time we had wars and hate. There was no freedom in the world. No freedom in the world. Peace was just an idea. And then we found hope, and there was sunshine in our hearts, and all went fine. Let's hope together. For you, I'll be the Pope of Hope. You can find it everywhere. You can find it everywhere. Just open your eyes. Just open your eyes. Hope is in the air. Hope is in the air. And low. It's the price. Lowest the price. Hope for everybody, 'cause everybody needs hope. Hope. Yeah. Come on everybody, let's sing the song, 'cause it's time for hope. Hope for everybody, 'cause everybody needs hope. We're fading out, we're fading out. Thank you. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Entschuldigung. Mauritien Orchestra. Leute, ihr habt noch jetzt ein spezielles Lied für den Comedy Tower mitgebracht, ne? Ja, also es ist eine Auftragsarbeit, also wir kriegen dafür, glaube ich, nicht mehr Geld, aber wir wurden überhaupt deswegen nur eingeladen, weil gesagt wurde, ihr braucht eine... Wir brauchen einen neuen Jingle. Jingle. Oder neue Melodie und sowas, genau. Da haben wir natürlich hier alles, was wir können. Weißt du, wie man so ein Ding bedient? Natürlich nicht. Gut. Wahrscheinlich muss ich irgendeinen Knopf drücken oder sowas, ne? Einfach den hier. Ja, den kann ich mir gut merken. Das ist der letzte von ganz... Genau, der letzte von ganz hinten spielt den und Christian macht den Rest. Durchgehend? Nein. Ich such dir auch noch einen schöneren Ton raus. Was willst du? Du willst Steel Drum. Geht das so mit dem Mikro, Julius? Nö. Okay. Oh. Jetzt, das ist natürlich... Das hätten wir... Geht ganz schön spontan so, finde ich hier. Pass auf, Hard Rock. Hier wird nichts geschnitten, bitte, ja? Merkst du den Hardrock? Okay, wir hatten jetzt erstmal schon mal ein Solo von dir am Anfang, das war schon sehr beeindruckt. Beeindruckt? So, jetzt kommt noch jemand. Wer hat die besten internationalen Spitzenzuschauer? Comedy Tower! Comedy Tower! Spitzenjingle, oder bis jetzt? Wo kann man nicht nur lachen, sondern wird auch schlauer? Comedy Tower! Comedy Tower! Wo ist man geschützt vor Regen und Schauer? Comedy Tower, Comedy Tower. Wo sollten keine Comedians mit Höhenangst hingehen? Comedy Tower, Comedy Tower. Geil. Und Abschluss. Wunderbar. The Fuck Audition Orchestra. Danke euch beiden. Großartig. Das war der Comedy Tower mit Christian Kugel, mit Götz Lindang, mit Jacqueline Feldmann und The Fuck Audition Orchestra. Macht es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.